Servus Leute, willkommen zurück zum FM 1560 mit der Krone in Eisern und Jünger aus Berlin. Es geht munter weiter, nach der Aufnahme ist vor der Aufnahme, Freunde. Das letzte Spiel war Stuttgart, 1-0, Sieg ganz souverän. Das nächste Spiel ist jetzt, ihr seht jetzt hier meine anderen ganzen Sachen hier, zum Beispiel meine Tests hier. ETSV Flensburg, mein Quicksave und alles hier, seht ihr. Ich habe gerade aufgenommen Stuttgart und jetzt präsentiere ich euch den FC Nord hinterher. Ich speichere immer zweimal ab, weil ich auch das öftere mal das Problem hatte, dass mein Spielstand kaputt ist. Ja, also nichts falsch verstehen. Le Havre habe ich auch hier noch. Und natürlich auch mein Test, den ich hatte. Ach, ich habe so viel gehabt. So viele Spielstände und alles gehabt. So, also, auf geht's. Wir haben im letzten Part noch schnell die Aufstellung geändert. Die Brissot ist immer noch mit einer 8 hier. Würde ich gerne mal wieder... Der hat sich ja verbessert auf jeden Fall. Mal wieder ein bisschen besser da stehen sehen. Auf jeden Fall. So, FC Nord haben wir hier. Und dann können wir... Das können wir alles nicht hier ein bisschen verteilen. Geht nicht, okay. Gucken wir uns nochmal Nord an. So, FC Nord. Die haben auch das, wie wir gerade hier sehen. Die stehen auf Platz 11, haben verloren, unentschieden, verloren, gewonnen und dann wieder verloren. Also kommen sie mit breiter Brust zu uns oder wir zu ihnen. Die kommen zu uns mit breiter Brust. Das wird wahrscheinlich auch nicht einfach werden. So, Golf spielen wollen wir hier noch. Ja, okay. Dann würde ich sagen, verlieren wir auch nicht die Zeit. Wir gehen direkt rein in das Spiel gegen den FC Nord. Und dann mal sehen, was wir hier reißen. Und nach vorne, Freunde. Das ist das Entscheidungsspiel jetzt auch in dieser Gruppe, das sechste. Das Rückspiel gegen den FC Nord in der Gruppe B. Und was ist denn hier los? Der Schuss wird abgeblockt von Thomasson. Eine etwas kuriose Aktion am Anfang. Jetzt aber direkt die Chance für uns. Brecklau spielt steil durch die Beine von Konko zu Schnellbacher, der mit rechts Rio den ebenfalls durch die Beine schiebt. Den Ball. 1-0. Für uns. Schön. So kann es weitergehen. Hartmann schlägt den Ball aus dem Mittelfeld hoch in den Strafraum. Große Leg quer zu Schnellbacher. Rémy Rioux aus 11 Metern zu einer tollen Parade zwingt. Der Franzose hält den Ball vom Luca. Die Gangart des FC Nord wird rauer. Deo muss einen Fehler von Thomasson ausbügeln und handelt sich eine gelbe Karte ein. Weil er Luca Schnellbacher fault. Das muss doch nicht sein. Ein hoher Ball prallt am linken 16er zu Hartmann, ab dem links drauf hält. Eigentlich wäre der Ball klar am Tor vorbeigegangen. Aber Deo, fängt den Ball noch ab, fälscht ihn ab. Waldschmidt setzt nach und schießt das Tor. Da muss ich erstmal husten. Sehr geil. Super. Gelb für Gummis. So kann das von mir aus ruhig weitergehen. Weiter so. Ja, bisher sieht das so aus. 3 Siege, 3 Unentschieden. Wir haben nicht einmal verloren in dieser Gruppe. Das sieht super aus. Spielt eigentlich Viscarondo? Ne, der ist auf der Bank. Schade. Die Spieler von 1. FC Union Berlin wirken nervös, obwohl wir 2-0 führen. Alles klar. Ecke von links, von rechts. Ein Tick zu kurz, kein Problem für Konko. Der klärt die Ecke. Nach außen und flanken. Rufe ich erstmal dem Danny da Costa zu. 3-0 so. Alles klar. So einfach geht's. Werde ich gleich vorlesen. Da Costa führt den Ball auf dem Flügel. Krauer scheint ihm etwas zuzurufen. Er schaltet Turbo ein.
geht an Imoro vorbei. Ein kurzer Blick, dann folgt eine kluge Flanke auf den Kopf von So, der den Ball eiskalt im Netz verwandelt. Unterbringt. Sehr geil. So haben wir uns das vorgestellt natürlich. Und Jungs müssen wir hier natürlich loben. Auch motivieren den Rest hier. Den Rest machst du. Und weiter geht's. Ja, läuft doch wunderbar. Es freut mich doch. Visca Hondo kommt jetzt rein für Do. Oder Deo. Erstmal verneigen vor der Legende. Hallo Osvaldo. Katastrophaler Fehlplatz von Kitschana. Schnellbacher schießt ab. Ein Schuss aus 25 Metern. Geht aber weiter ein Tor vorbei. Aber die nächste Chance. Wir haben immer noch nicht genug. Etwas ungenauer Reingabe von Da Costa. Aber Große bekommt den Ball Richtung Tor. Rio hat aber diesmal keine Probleme. Der ist jetzt im Moment... Boah, hier guckt ihr das mal an. Imoro mit einer 6. Jetzt die Chance für den FC Nord. Ein gefährlich vorgetragener Angriff. Dann aber Kolbein Sigurdsson mit einem unkonzentrierten Abschluss. Das Stadion ist ausverkauft. Sehr schön. Können wir auch mal den Waldschmidt rausnehmen und den Ibisevic springen. So. Und die nächste Chance für uns. Hartmann mit einer schönen Flanke von links. Schnellbacher attackiert Rio im 5-Meter-Raum. Der geht zu Boden, hat den Ball aber dennoch. Schönheim bringe ich jetzt noch für Elvedi, der seine 1 behalten soll. Er steigert das Selbstvertrauen. Und noch eine Chance jetzt in der 71. Da Costa zieht aus 15 Metern ab, setzt die Kugel über die Latte. Wenig später schießt Schnellbacher knapp am langen Pfosten vorbei. Emiliano Sala jetzt für Bamu. Und Stieber für Hartmann bringe ich noch. Wenn man die Körpersprache der La Maison Jean hier sieht, oder heißt halt Jean, ich kann kein Französisch, Freunde, also richtig, weiß man, dass es sich um die Mannschaft heute schlecht gestellt ist. Ah, die sind richtig schlecht heute. Bricklau im Laufduell. Holt einen Eckball raus. Kann man mal machen, oder? Ecke von links, so. Die Ecke ist ein Tick zu kurz. Und kein Problem für Konko, der den Ball unter Kontrolle bringt und klären kann. Imoro hat das Bein etwas zu hoch genommen und erwischt Schnellbacher. Gelbe Karte für ihn, der hat auch Note 6, ne? Immer noch. Nächste Chance jetzt. Sigurdsson aus 25 Metern. Der kommt genau auf die Mitte des Tores und Königsmann kann sicher abfangen. Ach, ist das schön. Das ist richtig toll. Da kommen wir weiter. Da haben wir gleich auch noch die Auslosung. Weiterer Einwurf von rechts von Kessel, aber Chana köpft ihn wieder aus den 16er. Runter, weiter, runter spielen hier. Kontrolle übernehmen. Nachspielzeit, eine Minute. Und dann ist auch die Gruppenphase beendet. Jawohl. Wir haben es geschafft, Freunde. Souverän. Hier können wir es nochmal sehen. Moment. 12 Punkte rausgeholt. Aus 6 Spielen. 3 Siege, 3 Unentschieden. 11:6 Tore. So kann man das mal machen, ne? Sehr geil. Die Ergebnisse schauen wir uns noch an. Wo haben wir Schalke? Da 11 Punkte geholt am Ende. Und Hannover 13 Punkte auch weiter. Dann gehen wir doch mal in die Auslosung rein. Die lasse ich einfach laufen. Deportivo La Coruña empfängt zu Hause Everton. Okay. SC Heerenveen trifft auf Dnipropetrovsk. Okay, alles klar. Athletic Bilbao. Oh, das wäre schlecht, wenn wir so einen starken Gegner schon kriegen. Ja, und den haben wir. Das ist ja meistens so. Ja, okay. Spielen wir gegen Bilbao, Freunde. Super. Schachtja Donetsk trifft auf
Valencia wäre, glaube ich, noch schlimmer gewesen. Aber Bilbao ist auch schon Brett. Galatasaray. Ich mach das jetzt schneller. So, Galatasaray gegen Schalke. Wolfsburg, Panathinaikos Athen. Brügge, Sociedad. AEK Athen gegen Monaco. Bukarest, Hannover. Belgrad. Hier steht Biograd, ob das richtig ist. Gegen Porto. Glasgow. Maccabi Tel Aviv. Rubin Kazan gegen Inter Mailand. Lissabon gegen Rom. Gent gegen Tottenham. Moskau gegen Stade Rennes. Und Lazio Rom gegen Zenit St. Petersburg. Wow, klasse Spiel von uns. Und jetzt sind wir in Gladbach zu Besuch. Der Sponsor ist zufrieden, sehen wir gerade über Medienberichte. Und jetzt ist Gladbach da. Na. Nehmen wir noch mit. Ich schwöre hier gar nichts. Das sage ich euch schon mal ganz klar. Und Kessel kriegt die 12, hat den 12 bekommen hier als Form und wir werden das aber wieder so machen. So, wie gehabt. Kessel darf aber mal mitfahren, würde ich sagen. Ja, das gucke ich dann im nächsten Part. Erstmal 18 Nachrichten noch mitnehmen hier. Statusbericht Verletzung, noch 2 Wochen hast. Pokalprämie 200.000 haben wir bekommen. Pokalauslosung gegen Athletic Bilbao. An die Arbeit hat Trainingsziel erreicht. Ja, sauber, Junge. Steigert sich ja so langsam. Devente Parker auch. Schön, dass der wieder zurückkommt. Sehr geil. Scouting abgeschlossen von Verbikas auf 9. Sponsor zufrieden. Bjarne Neu hat Trainingsziel erreicht. Super. Steigert sich auch. Leistung ist noch angeschlagen. Scouting abgeschlossen. Sponsor ist erfreut über die Medienberichte. Wir kriegen 378.000 noch zur Verfügung für Transfers. Moritz Fribourg hat Trainingsziel erreicht, sehr schön. Jungspieler Tim Lukas Schulz erreicht sein Trainingsziel Schnelligkeit. Ja, das stelle ich alles gleich noch ein. Umzug, Schönheim zieht um, ist genervt und verliert 2 Moralpunkte. So, Lenz hat auch wieder super trainiert, sehr geil. So, und Lorenzen auf Transferliste, das juckt mich nicht. So, dann schauen wir gleich mal im nächsten Part, was wir mit der Ausstellung noch machen. Aber erstmal ist der Part an dieser Stelle beendet, würde ich sagen. Oder wir zeigen noch kurz die verliehenen Spieler. Die haben wir die Kaufoption ja gezogen. Gucken wir mal uns die Spieler an. Torge Varell, 18 Spiele, 9 Tore für Arnoldsweiler, sehr geil. Peric, auch 16 Spiele gemacht für Darmstadt bisher. Kroll, 20 Spiele für Rostock. Altinters, 19 Spiele, 12 Tore für Preußen Münster. Marco Bühler, 7 Spiele für Amberg. Schwegmann, 13 Spiele, 1 Tor für Arnoldsweiler. Neudecker, 17 Spiele, 1 Tor für Duisburg. Mané, 17 Spiele für Frankfurt und 4 Tore. Und Sander, 8 Spiele für Freiburg. Drenfeker, 7 Spiele für Holstein Kiel. Und Amade, 20 Spiele bisher für Holstein Kiel. Und Bitiki, 20 Spiele, 11 Tore für Holstein Kiel. Richtig geil, also ich muss sagen, man sieht es ja auch, wie die Leute sich einfach verbessern, Freunde. Das ist einfach schön, sowas zu sehen, dass man auch super Arbeit geleistet hat, ne? Wie gesagt, danke, dass ihr dabei wart bei dem Part. Lasst mir doch einen Daumen hoch oder einen Kommentar oder abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Euer Krauer wünscht euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß. Ciao.